Auch die Mensen blieben von der Corona-Pandemie natürlich nicht verschont. Ich treffe mich jetzt mit Philipp Dünschel, er ist Koch in der Weinbergmensa und er wird uns erklären, wie es denn um eure Lieblingsmensen so bestellt ist. Und dafür muss ich da lang. Seit Ende April wieder angefangen, verschiedene Mensen zu öffnen, in Merseburg und Köthen und auch hier in Halle. Die Weinbergmensa hat einen guten Zuspruch und jetzt möchten wir zum Wintersemester wieder alle Mensen öffnen, also kommt vorbei. Wenn Sie herkommen wollen, essen möchten, wichtigste Mund-Nasen-Schutz. Da wird darauf geachtet, dass die Gästeanzahl reguliert wird im Speisesaal, dass nicht zu viele Leute auf dem Haufen zusammen sind. Wir haben einen Spritzschutz zwischen Gast und zwischen Mitarbeiter und auch wir gehen nur in den Gästebereich mit Mund-Nasen-Schutz. Bis zum Platz Mund-Nasen-Schutz tragen, dabei im Essen natürlich absetzen und genießen und dann wieder, wenn man fertig ist, Mund-Nasen-Schutz auf. Die Studenten sind zu uns gekommen, haben sich bedankt, dass wir wieder aufmachen und hoffen auch, dass wir so lange wie es geht geöffnet haben, am besten jetzt immer wieder. We'll be right back.